Hallo und herzlich willkommen bei Far Cry. Hallo. Chill doch mal, Bruder. Wie viel Kohle haben wir denn nochmal? 3810. Ihr könntet nochmal gucken, ob wir. So ein Scharfschütze wäre auch mal was Cooles. Hi, Kumpel. Jetzt gehörst du mir. So. Ich würde gerne mal gucken. Ja, es ist wieder eine neue Ausnahmesession. Ich wollte nochmal ganz kurz gucken, ob wir uns irgendetwas verbessern können. Hat die mehr Schaden? Nee, die hat weniger Schaden. Die ist einfach nur besser in der Handhabung. Okay. Deshalb würde ich sonst nichts mehr nehmen. Vielleicht die neue Angelroute? Mittelmeer fürs Fliegenfischen mit hoher Zugstärke und schneller Rolle. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich gerne mal rein investieren würde. Weil Fische bringen mehr Kohle. Wir haben es ja geskillt. Und wir können noch einmal skillen. Wir skillen nochmal. Was könnten wir denn skillen? Was haben wir denn hier? Fernzündungsannäherung, Sprengstoffe, dann können nun in Läden erworben werden. Das ist eigentlich ganz nett. Wir könnten Leben erweitern. Das wäre auch was Gutes. Tierangriffe verursachen weniger Schaden. Schweißbrenner, genau. Öffne Saves. Warte mal. Knacke heimlich die Schlösser. Das ist ja das, was am besten wäre. Genau hier. Schaltet Ketten, Wurfwaffen und Takedowns frei. Erhöht die Takedown-Reichweite. Das wäre zum Beispiel was. Ich würde gerne so ein bisschen mehr auf Stealth gehen, weil ich habe echt am Stealth am meisten Spaß. Nahkampfwaffen sind robuster, effizienter. Wirft Geschosse und Dynamit zurück. Genau, das ist eigentlich okay. Und lande leise. Erleide weniger Schaden durch Stürze. Funktioniert auch in der Kate. Oder Herstellung, Sabotage und so weiter werden beschleunigt auch in der Kate. Ich würde tatsächlich erstmal das Schloss knacken machen. Ja, weil wir ja jetzt nicht so der. Das sind ja so die generellen Skills, habe ich das Gefühl. Das würde ich zum Beispiel auch nochmal gerne machen. Schleuderes Nachladen. Motorhauben. Das wäre zum Beispiel so, Sabotage wäre auch mal ganz nice, mehr zu gehen. Da so schön, ja, der macht Peng Peng. Und den Rest können wir so jetzt erstmal noch nicht so ganz machen. Ist aber nicht so schlimm tatsächlich. Ich würde das Knacken machen, weil dann bekommen wir vielleicht mehr Geld oder so. Wir gucken mal. Und... Ey, Kumpel! Okay. Ja, alles gut. Ich nehme mal den Scharfschützen tatsächlich mit. Ich will mal gucken, was der so kann. So, der Scharfschütze. Nee, da ist der Scharfschütze. Das war der andere, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Der hier. Der hat 3 Kills gerade. Oder wir leveln den gerade noch. Komm, wir leveln den noch. Ist doch besser. Weil dann kriegt er auch seine Skills langsam. Ja, wir können Sachen machen. Hier waren wir schon. Hier gibt's Klatschnixen. Klatschnixen. Hier geht die Mission weiter. Können wir hier irgendwas freischalten? Da waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier haben wir freigeschaltet. Scala Course. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Okay. Wer ist das hier? Moment mal. Hallo, hier ist Snake Rai. Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten. Okay, Flugzeugtyp irgendwas? Die Pegs können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Das hat jetzt natürlich viel geholfen. Ah, hier oben ist noch jemand. Dann holen wir uns die hier erstmal. Die ist ja gerade ums Eck. So. Das heißt, ab ins Auto. Kumpel, komm mal mit. Wir geben mal volle Kanüle. Ja, komm. Komm, 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 komm. Sehr schön. Und weg hier. Nein. Oh. Weg mit dem Schild. Auf geht's. Welche Leute? Oh, schön, schön. Der fährt so gut. Ach ja. Ich hab so Spaß. Okay, ich guck mal. Wurfmesser und Pistole und Bogen.
Da habt ihr davon. Warte mal. Das lasse ich so nicht stehen. Wow. Okay. Wow. Die sind gut. Hey Kumpel. Alles gut. Oh, den habe ich. Rechts war noch einer. Links war noch einer, sorry. Oh Gott, der Bogen macht eine Menge Schaden. Ich weiß nicht, wo der ist. Da. Nein. Doch. Ja, moin. Hast einen Pfeil. Okay, der fährt einfach weiter. Okay. Kann man nicht machen. Schade, ich habe gedacht, man kann jetzt schon was machen. Ich nehme mal die Pfeile mit. So bekommen wir auch ein bisschen Kohle. Ich würde gerne mal die Spezialmunition langsam mal bekommen. Warte mal. Komm, komm, Kumpel. Ja, ja, alles gut. Ach, guck mal, da vorne ist jemand. Warum konnte ich den gerade nicht töten? Okay, der ist weg. Warte mal. Was? 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 Beruhig dich mal, Junge. Hier hat niemand was getan, okay? Ich wollte einfach nur ein bisschen Munition sammeln. Kollege? Okay, auf geht's. Tschüttgen. Auf geht's. Achso, das ist die Handbremse. Alles cool. Oh oh. Ist nicht dein Ernst. Gib mir Deckung. Ich verstehe, warum alle zu dir aufschauen. Angeblich tummeln sich eine Menge Boote der Sekte im Drop. Okay. Alles cool. Ich weiß nicht, die geben uns wahrscheinlich gerade tolle Informationen, aber irgendwie gerade so. Meh. Wenn wir das so wirklich brauchen. Wir werden sehen. Hi. Stirb doch. Ja, danke. Aua. Was? Wir sind da? Wirklich mein schlimmster Albtraum. Wir sind doch schon da? Ah nee, da vorne. 100 Meter knapp. Okay, Junge, steig aus. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Stealthy-Selfie machen. Stealthy-Selfies. Wir müssen gerade mal ein bisschen sperren. Da oben ist einer. Den können wir runterholen. Alles cool, Mann. Da ist einer. Da ist ein Trupp. Sogar mehrere. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, yeah, sehr gut. Der. Da unten ist noch einer. Kann ich den da hinten hinschicken? Irgendwo, warte mal. Guck mal, ob du da was findest. Und sag mir Bescheid. Okay, da hinten fährt das Boot lang. Okay. Okay. Alter, was ist denn da hinten los? Okay, ich schleiche mich rein. Ich bin im Schleichen gar nicht mal so schlecht. Okay. Was? Okay, da schimpft jemand schon, wie bekloppt. Da vorne ist jemand. Wo ist denn der Kollege? Da oben ist noch jemand. Kannst du den erledigen? Ich weiß, was zu tun ist. Danke. Ich bin ja schon drin. Oh, da vorne kommt ein Auto entlang. Oh, 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 oh. Ich glaube, mein Kollege da oben hat ein bisschen Probleme. Ja. Der fliegt da quer durch. Alter. Ja. Okay, einer weg. Ja, ich kann dir gerade nicht helfen, Kumpel. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Weg ist er.
Ich kann dir nicht helfen. Sorry, Bruder. Ich versuche gerade die... Okay, den habe ich gut getroffen. Okay, der ist schon weg. Den hat's vollkommen zerlegt. Ich müsste Boomer holen mal. Boomer ist eigentlich einer... Boomer ist eigentlich jemand, der jetzt gerade echt gut helfen kann. Boomer ist gleich da. Boomi, hey. Hä? Ich hab nichts gedrückt. Oh, ich bin wahrscheinlich rausgeflogen gerade. Weg ist er. Die haben wahrscheinlich Boomer entdeckt. Mist. Doch, der kommt vor, der kommt vor, der kommt vor, der kommt vor, der kommt vor. Der läuft aber da lang. Ich bleib. Oh, sehr schön. Okay, der kommt hier rum. Ich hoffe, die erwischen. Alles gut. Oh, komm schon. Ja, schwimmt einer. Okay, der hat jemanden entdeckt. Geh mal hier lang. Boomi, Boomi. Wenn ich dann fress ihn. Gut gemacht. Hey, Boomer. Er ist da weg. Den da hinten könnte ich auch treffen. Der nächste. Das war eine Frau, okay. Geh mal gucken, Boomer. Wir erledigen die nämlich gerade gut. Okay, plus 3 Pfeile. War hier vorne keiner? Boomer, geh mal gucken. Aber wenn, dann haben wir ja fast alle erledigt. Dann steht da hinten einer. Nicht gut. Ich brauche... Moment mal. Da. Einzelschuss. Weg ist er. Der Kollege hat nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wo der nächste ist. Boomer. Geh da mal lang. Boomer! Danke. Ja, danke, geh mal gucken. Geh mal gucken. Der Typ ist ertrunken. Okay. Ah, ist das gut. So kann man die Leute auch loswerden. So. Oh, und sogar noch ein Tausi. Taui-Bonus. Hey, guck mal, wir sind gut. Ich sehe dich so. Verdammt, dein Timing ist bemerkenswert. Ja, moin. Weißt du, wie man einen Heli fliegt? Der Hund liegt nicht bei dir. Heli, 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 Heli. Ey, Madame. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer. Die Dings redet gerade. Sorry. Der Vater war der erste. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Auftrag für jeden Angler der Zeit, der Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts hat und nichts verschwindet. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Der Wuffel? Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Traums. Okay. Du wurdest gesegnet. Okay. Okay, also das heißt, die hat auch eine Idealvorstellung mal wieder. So wie es immer ist. Na komm her, komm her. Blödes Ding, Alter. Das war eine Meisterleistung.
Okay. Wenn die unbedingt möchte. Hey! Da kommt was. Yo, hi. Aber das mit dem Angeln ist gar nicht mal so schwer. Gefangen Regenbogenviertel. Ist ja gut. Ist ja gut. Also die Hope hieß sie, ne? Die ist auch so ein bisschen special, habe ich das Gefühl. Eins, zwei und drei. Oh Gott, das ist aber weit. Da vorne ist was? Ah, da vorne. Es bewegt sich was. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade zum Angeln gekommen bin. Ich habe gerade mega Bock auf Angeln gehabt. Ah, komm her, Kumpel. Also man muss schon sagen, die Angel, die holt schon einiges raus. Die ist gut. Ja, ja, ja. Komm. Noch eine Regenbogenforelle. Nochmal so? Also wir haben bisher kein richtig so ein Mods-Ding gefunden. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Die Einheimischen nennen ihn Ragnar den Schrecklichen. Die Leute versuchen Ragnar schon ewig zu fangen, aber der ist verdammt stur. Mhm. Er treibt sich gern an der kleinen Insel da drüben rum. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. Okay, Boomer macht Unordnung. Okay, dann nehmen wir mal den Bogen. Ja, ist ja gut. Ich rede gleich mit dir. Da oben ist ein Heli. Ich will mal ganz kurz zu den Waffen. Ich möchte ein paar Sachen wieder verkaufen. Und gucken, was man wieder so kaufen kann. Wenn man vielleicht was Neues holen könnte. Also wir haben bisher noch kein Gebiet befreit. Ist aber meiner Meinung nach noch nicht so schlimm. Dreimal, krass. Ja, das bringt schon was. So 300. Ich meine, wir merken ja langsam, dass das Geld eigentlich ganz gut angelegt ist bei uns. Was haben wir denn für eine Stufe? Steht das irgendwo? Diese Widerstandsstufe? Keine Ahnung. Also wir warten noch immer auf 3. Okay. Oh, die ist schön. Okay. Farm. Ein Farmgehilfe. Die ist natürlich, die Spars ist natürlich eine der guten Waffen. Ich würde tatsächlich irgendwann einen Revolver wollen. Okay, hier kann man nur sowas holen, genau. Das haben wir ja beim letzten Mal schon geguckt. Ich glaube irgendwo, ja genau, den hier zum Beispiel, den Dornschläger. Das ist natürlich auch ganz nett, aber kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Okay, also wir haben noch keine neuen Waffen, ist aber alles in Ordnung. Ohne dich hätte ich diese Stellung nie gehalten. Ja Mann, Soldat, Cliff. Wir laden mal kurz nach. So. Mademoiselle. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, was? Ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Was? Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Aha. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Ah. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen. Aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also ein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Ja. Deal. Entschuldigung, die hat eine Wortwahl. Mein lieber Gesangsverein. Also, die könnte mal echt abknutschen. Ich guck mal ganz kurz, was gibt es denn hier für Helis? Haben wir die schon mal angeguckt? Ist das eine Peng Peng? Die Tulip, die schalten wir ja gerade frei. Ein Combat. Ich nehme mir mal das Ding hier mit. Weil ich meine, wenn wir das schon mitnehmen können. Kann man da irgendwas dran machen? Nee, ne? Oh, die sehen schon cool aus. Ein Allzweckhelikopter. Polizei eingesetzt für zur Kenntnisnahme. Er hat keinen Martinshorn, okay. Nur ein Rotor, nur ein Motor. Dieser leichte Helikopter war ganz groß im Koreakrieg. Dann wurde er kommerziell. Und das ist ein beladen. Den würde ich gern haben. Okay. Was haben wir denn noch?
Boah, da haben wir solche Dinger hier. Oh, die sind cool. Okay, dann holen wir die Tulip. Ja, komm, wir fliegen mit dem Heli. Wir haben ja hier noch an. Fahren. Jo. Fahrzeug wird geliefert. Da ist er ja. Okay. Auf wie geht's, würde ich mal sagen, oder? Oh. Tschüss. Wuffel. Warte mal. Dich hole ich noch. Hallo? Wuffel? Okay, dann nicht. Was ist am kürzesten? Lass uns da hinten, oder? Ja, komm, lass uns da hinten holen. Hui! Begib dich zur Jagdhütte, begib dich sonst wohin. Oh Gott. Das war eben knapp. Entschuldigung. Nur wir steigen noch immer ein bisschen. Was, so ein Heli ist schon cool. Ich glaube, ein Flugzeug ist natürlich nochmal besser, aber naja. Flugzeuge sind halt so, mit denen musst du halt landen können und ein Heli, den kannst du halt immer landen, so. Ne? Mit dem kommst du auch recht hoch. Wir werden die beiden abgucken und schlimmstenfalls fliegen wir dann zum letzten hinüber. Sind da eigentlich Peggys? Sieht so aus. Ja, hier sind Peggys. Ich gucke gerade mal. Okay. Weil ich so ein Hecht bin, lande ich irgendwo hier hinten. Die haben eh noch einen. Okay. Aber nicht, dass die abheben. Ey, was? Erzähl mal von dir. Es kursieren Geschichten über ein paar Cougars, die Leute auf den Raubtiergipfel bringen. Ihr Treffpunkt ist angeblich der Aussichtsturm. Mhm. Okay. Guck mal, da rennt er über die Wiese. Oh. Oh oh. Das Ding parkt gerade so. Ich glaube, damit können wir nicht mehr starten. Nix für ungut. Okay, der findet die. Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, fliegt sie nicht meine Tulip. Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Mhm. Oh Gott. Ich würde eher ihn ausschalten und dann den da hinten. Er sollte sich mal umdrehen am besten. Okay. Okay. Ich würde ihn am liebsten treffen, aber ich weiß, dass ich einen Fehler machen werde. Weil er da oben lang läuft. Jetzt sieht sie ihn nicht. Tschüss, Gen. Da ist auch ein bisschen stärkerer Typ. Okay, aber die sehen uns nicht. Die sind alle da oben, habe ich das Gefühl. Den da. Treffer. Ich lasse den mal gerade rumlaufen, den Boomer. Zeig dich mal. Guck mal nach, ob da hinten was ist. Weil der eine ist tot. Nee. Ist da noch jemand? Wenn nicht, wir haben nur drei Leute, die wir umnieten müssen. Ist eigentlich dann easy going. Eigentlich. Okay. Okay. Zum Glück haben wir den einen hier gut getroffen. Wir könnten eigentlich uns einen Scherz erlauben und da... Der ist weg. Okay. Okay. Treffer! Versenkt. Och komm! Der letzte hätte mich jetzt echt nicht sehen müssen. Ich hab nachgeladen und irgendwie... Ja, egal. Ist alles gut gelaufen. Oh, Prepper-Notiz. Ein Widerstand vom Widerstand. Ein Trupp vom Widerstand. Hat sein Lager oben auf dem Raptor Peak aufgeschlagen. Aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von denen gehört. Hoffentlich geht es ihnen gut. Das ist ein gefährlicher Aufstieg. Ja, Mann. Alles gut. Wir haben zum Glück dieses Prepper-Versteck erstmal hier ausgeschaltet. Alles gut. Es hat niemandem wehgetan. Wir haben die alle umgenietet. Okay, also das heißt, wir können gleich unser wir nehmen das Flugding und fliegen weiter. Ey, danke. Aber wie wir das machen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.